Bahnhof Ardez ging es weiter mit der Gestaltung der Bodenplatte, die als erstes einen grauen Anstrich erhielt. Das Gebäude verwitterte ich nur leicht, weil sie auch im Original einen sehr gepflegten Eindruck hinterlassen. Lediglich das Dach, die Fenstersimse und die Türschwellen erhielten mit Pulverfarben eine Patina. Geplant war, dass das Bahnhofsbrett abnehmbar sein sollte. Deshalb versah ich es mit Positionierungsstiften und die Grundplatte mit entsprechenden Bohrungen. Leider war das Brett ziemlich stark gewölbt, weshalb ich es mit drei später nicht mehr zugänglichen Schrauben definitiv befestigte. Nun konnte das Gebäude an seinen Platz gebracht und die Kabel für die Beleuchtung eingeführt werden. Die Kabel beschrifte ich neuerdings mit einem 5-Buchstaben-Code mit Hilfe der Memo-Cap von Legrand. Für nur 1 mm dicke Kabel fand ich nichts anderes. Die Vergabe der Code wird, wie könnte es anders sein, in meiner Excel-Datei geführt. Und dann der große Moment, obwohl alles funktioniert. Von der lokalen Schaltstelle bei Ardez lässt sich das Erdgeschoss, das Obergeschoss und das Trafohaus beleuchten. Im Obergeschoss kommt ein Mazero-Lichtcomputer zum Einsatz, der die Fensterbeleuchtung nach dem Zufallsprinzip ein- und ausschaltet. Nach dem Anbringen der Regenablaufrohre montierte ich die Salzkiste, die Bänkli, den Billettautomaten, den Entwerter, die Infosäulen und Tafeln sowie den offensichtlich nicht überlasteten Bahnhofsvorstand. Ardez vermittelt nun echte Bahnhofsatmosphäre. In der Planung des abnehmbaren Bahnhofsbretts für Pontresina unterlief mir leider ein Fehler. Deshalb entstand nur die Treppe. Auf eine angedeutete Unterführung verzichtete ich notgedrungen. Nachdem die notwendigen Öffnungen im Bahnhofsbrett und in der Grundplatte ausgesägt waren, konnten die weiteren Arbeiten in Angriff genommen werden. Für die Nivellierung sowie die Schalldämmung erhielt das Bahnhofsbrett unten Korkstreifen sowie 2 Zapfen für die präzise Positionierung. Mit der neu erworbenen Tischkreissäge schnitt ich die Betonplatten für die Bahnsteigsbegrenzung zu und bemalte sie betonweiß. Einige andere Arbeitsschritte später wurden sie an der Perronkante festgeklebt und mit Pulverfarben verwittert. Die spärliche Fixierung der Farben nehme ich mit einem Pastellfixativspray aus dem Zeichnungsbedarf vor, der praktisch glanzlos austrocknet. Da das Bahnhofsbrett zwecks Zugänglichkeit zum darunterliegenden Schattenbahnhof abnehmbar sein muss, fertigte ich die Stromübertragung nach System Modellbahn Hard H0 H0M. Die Details zu diesem System werden dort im Video vom 2. Mai 2022 anschaulich gezeigt. Nachdem die Kabel angeschlossen waren, konnte ich testen, ob die Kupferstreifen auch wirklich mit den richtigen Schaltern verbunden sind. Alles korrekt. Die verschraubten Bahnhofsbretter erhielten einen grauen und der Boden des Kiosks einen hellblauen Grundanstrich. Die Bodenplatten zeichnete ich mit einem schwarzen Feinliner ein. Bevor die Gebäude auf der Grundplatte befestigt und verkabelt wurden, erhielt das Bahnhofsgebäude eine vorsichtige Verwitterung mit Pulverfarben. Damit die Pulverfarben haften, strich ich die entsprechenden Flächen mit Latexkleber ein. Leider bleibt er aber nach dem Trocknen zu wenig klebrig und glänzt auch leicht. Mit Spachtelmasse versuchte ich, die Spalten bei der Treppe zu füllen.
Nach dem Verschleifen erhielten der Boden und die Wände nochmals einen grauen Anstrich. Perfekt ist anders, aber durch das Montieren des Geländers fällt das nicht mehr so sehr auf. Das Geländer wurde nur eingesteckt, lediglich die Haltestangen des schmalen Teiles sowie die blaue Hinweistafel wurden geleimt. Die Gestelle im Kiosk klebte ich auf den Boden, dann wurde das Kioskgebäude sozusagen darüber gestülpt und festgeklebt. Die Bodenmarkierungen von mobax.de wurden sorgfältig aufgebracht, sowie die LED für die Beleuchtung des WC-Hauses angeklebt. Nachdem die Verkabelung unter dem Brett vorgenommen war, konnte ein erster erfolgreicher Test durchgeführt werden. Für das Barrondach bohrte ich 2 mm Löcher und mit winzigen Weißleimtropfen wurde es im Bahnhofsbrett befestigt. Sowohl WC als auch Badhaus erhielten eine Verwitterung mit Pulverfarben, bevor sie an ihren Standorten mit Lasercut-Kleber festgeklebt wurden. Schlussendlich wurde auch das Bahnhofsgebäude mit Hilfe von Weißleim gesichert. Als die Arbeiten so weit fortgeschritten waren, setzte ich das Bahnhofsbrett an seinem Platz ein. Es waren zwar 2 Anläufe nötig, aber dann funktionierte die Beleuchtung wie vorgesehen. Leider streiften gewisse Loks das zu wenig präzis positionierte Barrondach. Die einfachste Lösung war das Zurückversetzen der ganzen Bahnhofsplatte um 3 mm. Unten versetzte ich die Positionierungsstifte um eben diese 3 mm und oben waren deshalb 5 zusätzliche Betonplatten an der Perronkante nötig. Um Lichtaustritt zu verhindern, verspachtelte ich ein paar Gebäudekanten. Nach verschiedenen farblichen Verbesserungen und Verwitterungen sorgen einige Details wie Billettautomat, Entwerter, Papierkörbe, Bänkli, Briefkasten, Infosäule und ein beleuchteter Getränkeautomat für richtiges Bahnambiente. Mit dem Bahnhofsvorstand habe ich fast ein wenig Erbarmen, denn der Arme fertigt vorläufig Züge ohne jegliche Passagiere ab. Damit sind die Arbeiten am Bahnhofsensemble Pontresina nach einem weiteren erfolgreichen Beleuchtungstest vorläufig abgeschlossen. Wie und wann die weitere Umgebung gestaltet wird, bleibt vorläufig völlig offen. Weil meine Videos vermutlich zu viele Detailaufnahmen enthalten, wünschte sich ein treuer Abonnent meines Kanals einen aktuellen Anlagenüberblick. Diesem Wunsch entspreche ich sehr gerne. Auf dem linken Anlageschenkel sind die beiden Bahnhöfe Ardez, ganz links, und Gavalia zu sehen. Darunter befindet sich der über eine Wendel angeschlossene Schattenbahnhof Chur. Auf einem schmalen Zwischenstück mit 2 untenliegenden Abstellgleisen für Dienstfahrzeuge geht es hinüber zum Bahnhof Pontresina, dem Betriebszentrum meiner Anlage. Die über der Treppe montierte Wendel verbindet Pontresina mit dem darunterliegenden Schattenbahnhof Tirano. Dem Überblick der Anlage folgt ein Einblick in meine Excel-Dateien, in denen sowohl der Bau als auch Betriebliches laufend dokumentiert werden. Wer eine Tabelle genauer anschauen will, muss halt kurz das Video anhalten. Mit dieser für mich wichtigen Dokumentation sind wir beim Schluss dieses Videos angelangt. Der Bahnhofsvorstand von Pontresina wünscht euch beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal und tschüss!